Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer ohne Humor geeignet. Guten Morgen, guten Mittag oder auch... Oh, while we're living here, let me tell you. I'm ready to walk up in the ear tall. Who can tell? Magic spells, we've been doing fun. Ich bin wieder scheiße aufgelegt für dieses Video. Liebe Leute, wisst ihr, ich muss euch ganz ehrlich sagen, es gibt in letzter Zeit wirklich wieder mehrere YouTuber, die wirklich jede Menge Scheiße erzählen. Denn erst wenn ein YouTuber all diesen Ansprüchen genügt, dann ist es... Halt's Maul! Gibt so eine Funktion, dass man Leute bewerten kann, also explizit YouTuber. Man trägt oben den Namen ein und dann gibt's so verschiedene Smileys mit hasse ich, mag ich nicht. Ja, finde ich eine recht witzige Funktion. Wenn ich auf solchen Bildern verlinkt wurde, dann wurde da komischerweise immer der schlechteste Smiley angekreuzt. Wisst ihr, also ich meine, wer postet denn so einen Dreck und verlinkt mich dann da nochmal drunter? Sag mal, denkst du, das juckt mich, dass du mich nicht leiden kannst? Das ist ja ungefähr so, wie wenn ich jetzt in der Bahn sitzen würde, würde da hinten irgend so einen Typ betrachten, würde ihm so die ganze Zeit so richtig penetrant anschauen und der wird sich schon so denken, okay, was will denn der jetzt von mir, ja? Ja, und dann würde ich halt kurz bevor ich aussteige, zu ihm hingehen und so sagen, hey Digga, weißt du was? Ich find dich richtig scheiße. Ah! Und dann würde der sich auch nur so denken, verpiss doch! Das hat jetzt noch nicht ganz gereicht für ein ganzes Video, oder? Spaß beiseite! Liebe Leute, wisst ihr, ich habe mir nämlich in letzter Zeit wieder die besten Videos rausgesucht. Und ihr kennt mich da, ich war da wieder auf einem Kanal unterwegs, der wirklich YouTube-mäßig ultimativ aktiv ist. Das Video heißt Fancalls, ich habe euch angerufen. Das hätte ich mir jetzt im Titel nicht denken können. Ich hätte nämlich sonst im ersten Moment gedacht, dass das Ganze jetzt eine Dokumentation über Vegetation der Tiere ist. Was ich bei der Menina wirklich richtig gut finde, ist, dass die jetzt hier gerade am Anfang eine ziemlich emotionale Phase packt. Ewigkeiten her, dass ich das letzte Mal Fancalls gemacht habe. Und das Ganze wirklich mit der passenden Musik unterlegt. Dann gibt's Stress in der Schule und zu Hause und ja. Ich war halt einfach total am Boden. Das ist eine aggressive, wichtige Sache. Also einfach auch, wenn man jetzt eine Situation hat, die jetzt traurig wirken soll, ja. Da muss man wirklich schauen, dass man da wirklich die richtige Musik findet. Wirklich da drauf gesessen, ja. Sag, normalerweise ist es immer normal gewesen. Harte Schiss, ja. Auch in Situationen, wo man jetzt irgendwie Spannung erzeugen will. Digga, tipp doch deinen Vornamen ein! Digga, deinen Nachnamen! Ah! Ein Schnee! Ah! Egal, scheiß drauf, wir müssen weitermachen. Bankdaten. Gib deine Bankdaten ein. Ich hab dich vergessen, Digga. Ich hab die verfickten Bankdaten vergessen. Gib deine Bankdaten jetzt ein. Ach du Mensch, ich hab die vergessen! Der nächste YouTuber, den ich für euch rausgezogen hab, Simon Desu. Dein 2 Millionen Abo Special hat auch richtig reingehauen, Digga. Bei Simon auf dem Kanal kam dann ein Video, fast gestorben beim Prank. Nee, und ich dachte schon, hey, was geht denn jetzt ab, ja? Fast gestorben, was haben die Jungs denn jetzt schon wieder durchmachen müssen? Yo, Boys, ich habe meine Wasserspritzpistole dabei. Oh, krass, Mann, ey, jetzt hat's mich fast gelegt. Dieses Video wird auch heißen, Nico fast draufgegangen bei Sturz nach Aufstehung von Stuhl. Der dritte YouTuber am heutigen Tag ist ein richtiger Draufgänger. Angezeigt wegen Körperverletzung. Das Ganze kommt von einem YouTuber aus dem Kollegium. Könnt ihr mich bitte kurz durchstellen? Ja. Er ist auch bekannt unter dem Internet-Synonym. Digga, will er mich. Was mir persönlich richtig gut bei dem Video gefällt, ist, der Typ weiß ganz genau, hier ist eine gewisse Vorbildfunktion gegen Jüngere am Start. Ich bin dann halt zu ihm hingegangen und meinte so, okay, warte. Und hab ihn dann so eine geschabbert. Boom. Auch wenn man in der Vergangenheit irgendwas getan hat, worauf man nicht stolz ist, dass der das jetzt wirklich aufgreift, das Thema. Gesorgt, dass er noch irgendwie aus dem Mund geblutet hat. Sich selbst dort in Kritik stellt. Lippe ist aufgeplatzt oder irgendwie sowas. Und da wirklich auch im Prinzip seine Resümees aus der Sache rauszieht. Also ich hätte ihn auch schlagen können. Ich hatte auch schon mal eine ziemlich heftige Klatscherei. Naja, wisst ihr, es gab damals so mega Streitigkeiten. Ich bin dann halt zu ihm hingegangen und hab so gesagt, okay, warte. Okay, warte. Ja. Ich hab dann eben mit der Klatscherei angefangen und der hat halt einfach wirklich auch zurückgeklatscht, ja. Naja, dann gab's da echt eine Gruppenklatscherei, also es war nicht mehr feierlich.
Ich hoffe, ihr konntet wieder einige Informationen. Verpisst euch! Leute, die nachfolgende Sendung war natürlich mal wieder nicht für Zuschauer ohne Humor geeignet. Das heißt, ich habe die Leute hier verarscht, weil die wieder mal jede Menge Scheiße rausgebracht haben. Aber natürlich hasse ich niemanden davon. Aber das muss ich ja nicht mehr dazu sagen, das wisst ihr ja schon längst. Die Leute, haut rein, schaut beim letzten Video vorbei. 150.000 Likes, dann gibt's gar nichts. Und dann, ja genau, abonnieren, kommentieren und natürlich experimentieren.